Der Offizier der Spezialeinheit will, dass alle die Kirche verteidigen. Oder mit anderen Worten, seinen Arsch retten. Verdammte Scheiße. Wir haben gerade erst die komplette Stadt evakuiert. Inklusive des Bordells. Hätten wir währenddessen Mauern und Wachtürme aufstellen sollen? Ja, dieser feige Offizier kann sich meinetwegen bis ans Ende seiner Tage auf dem Platz verschanzen. Verdammt, mein Lieblingslied. Ich seh ihn! Oh Scheiße! Thank you.
Christiansen, warum bist du so nervös? Es ist nur, diese ganze Aufregung macht mich nervös. Ich brauche etwas zu trinken, Oliver. Okay, ich kenne da einen Ort. Wo, wo? Bleib ruhig. Da ist dein Weinkeller. Oh ja. Ich sagte, bleib ruhig. Halte Ausschau nach einem Spalt in der nördlichen Mauer, in der Nähe vom Marktplatz. Es ist eine getarnte alte Tür. Danke, ich schulde dir was. Nicht jetzt, sei nicht dumm. Ein paar von uns werden nach Einbruch der Dunkelheit dorthin gehen. Wir treffen uns dort.
Pump! Das war der Wein, du Idiot. Sie war nicht mal in deiner Nähe. Dieses französische Gesöff vertrage ich gut. Das ist einfach nicht die guter Schnaps. Kein Biss. Aber du hast 3 Flaschen getrunken. Ich vermisse meine Inge. Open it! Ah.
Verteidigung durchbrochen! I took their pictures, and I had just begun to fight their fight, but at that time I had no real understanding of these resistance fighters and what drove them to risk everything for their cause. It was a mindset I couldn't relate to. For me, at that time they were just a great story, nothing more.